Liebe Kinder, ein besonderer Monat steht bevor. Ein Monat, der für mich einer der schönsten Monate im ganzen Jahr ist. Es ist der Monat Mai. Da ist überall die Blütenpracht zu bewundern in ganz vielen verschiedenen Farben von Rot, Blau, Grün, Gelb und was es alles gibt. So viele Blüten und Blumen, die jetzt die Welt zieren und die Farbe in die Welt bringen. Und da ist ein besonderer Monat. Er hat was mit ihr zu tun, nämlich mit Maria. Denn der Monat Mai ist auch Marienmonat und da wird Maria, die Mutter Gottes, in besonderer Weise geehrt. Wir sagen Danke für ihren Schutz, für ihren Segen, den sie immer wieder für uns hat. Wir sagen Danke, dass sie Jesus in die Welt gebracht hat. Ja, wir sehen hier eine Mutter Gottes Figur. Und was hat sie denn da in der Hand? Zwei, was hat sie in der Hand? Da ist was Längliches dabei. Ein Zepter, genau. Wie ein König, wie eine Königin hat sie ein Herrschaftszeichen, das Zepter in der Hand. Sie ist Königin, sie ist Herrscherin, so wird sie verehrt. Aber sie ist keine von den Herrscherinnen oder Herrschern, die mit grober Gewalt herrschen wollen und die sagen, so geht das und nicht anders, alle müssen das tun, was ich möchte. Nein, sie ist die gütige und die milde Herrscherin, die mit Schutz und Segen die Menschen gut regieren will, wie das Wort eigentlich heißen will. Regieren, in der Hinsicht verstanden, zum Wohl der anderen handeln. Ja, und einen zu seinem Wohl hat sie sich besonders eingesetzt. Es ist ihr Sohn Jesus. Jesus, der Retter der Welt, der Sohn Gottes, den sie auf die Welt gebracht hat, für den sie sich besonders sorgt, den sie liebevoll auf ihren Arm, in ihren Händen hält, den sie mitträgt, nicht nur als Kind, sondern auch dann, wenn er groß und erwachsen wird. Ich glaube, deswegen auch ist Maria eine besondere Schutzpatronin für uns und ein Vorbild im Glauben, denn sie lehrt uns, den Weg Jesu immer wieder mitzugehen, zu entdecken, was Jesus getan hat, was er auch heute noch für uns tut. Ja, der Monat Mai als Blüten- und Marienmonat, als Blumen- und besonderer Monat, er zeigt, auch wie hier, Maria im Kranz der Blumen, sie ist unsere liebevolle Herrscherin, unsere Fürsprecherin, die es gut mit uns meint. Wie eine liebevolle Mama ist sie da und sorgt für uns. Davon singt auch ein Lied, das ich in meiner Kindheit schon gerne gesungen habe. Und vielleicht kennst du es auch oder auch deine Eltern vielleicht oder vielleicht sogar die Großeltern. Wenn es dir gefällt, dann sing es doch einfach auch mal mit ihnen. Ich möchte es einmal vorsingen. Es ist ein schönes Lied zu Maria und zu den Blumen. Kommt Christen, kommt zu loben, der Mai ist froh erwacht. Singt aus des Lobes Lieder in seine Blütenpracht. Kommt, singt mit reichstem Schalle tief aus des Herzens Grund. Stimmt ein, ihr Vöglein alle, ihr Blüten reich und bunt. Ihr Blümlein, die zum Feste hat die Dreieinigkeit, der Tochter, Braut und Mutter in Tau und Duft geweiht. O pflückt ihr Kinder, die Blümlein von der Au, und schmückt die hohe, die königliche Frau. Ja,
Maria, die mit Blumen geschmückt wird, der wir mit Blumen auch Dank sagen möchten. Ich lade dazu ein, dass du einmal zu Hause, vielleicht in deinem Garten, in eurem Garten, wenn ihr einen habt, eine Blume sucht oder ihr geht auf eine Wiese mit den Eltern und Geschwistern und pflückt eine schöne Blume von einer Wiese. Und was machst du damit? So wie ich diese Blume mitgebracht habe, die Rose, die auch für Maria steht, als besondere Blume, die ja letztlich Maria ziert, lade ich dazu ein, diese Blume, die du dann auch für dich mitbringst, zu Maria zu bringen, mit deinen Eltern und Geschwistern oder wie es auch möglich ist, und die Blume vor Maria in eine Blumenvase zu stellen. Einfach, um Danke zu sagen für Gottes Schutz und Segen, für den Schutz Mariens und ihre Fürsorge, für ihren Segen. Komm einmal in die Kirche, wenn du kannst, mit deinen Eltern und entdecke da den Blütenpfad. Er wird dich zu Maria führen. Mach dich auf die Suche, mach dich auf den Weg und komm zu Maria, um Danke zu sagen.